Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet. Ja, jetzt geht das Wagner-Experiment ein bisschen weiter. Das ist hier das Auto von meiner Freundin und hier werden wir heute das Mikrokeramik einfüllen. Die steht auch gerade hinter der Kamera und freut sich. Und ja, ich habe gerade eben eine kleine Soundaufnahme genommen vom Motor, vom Kaltstartverhalten, um das mal ein bisschen einzufangen, wie ich das auch mit meinem BMW gemacht habe. Und jetzt haben wir eine kleine Runde, dass das Motoröl warm ist, denn das Mikrokeramik muss immer warm eingefüllt werden, also am besten in warmes Motoröl rein. Und wenn das Motoröl dann warm ist, dann zeigen wir das nochmal, wie wir es einfüllen und werden sehen, ob wir irgendwas hören können. Der Motorklang oder der Motorlauf braucht auf jeden Fall einiges an Zeit, bis er sich runterreguliert. Bei mir ist es selber so, ich bin jetzt auch knapp 2000 Kilometer gefahren und man merkt so ab 1000, 1300 Kilometern, dass die Laufruhe noch besser wird. Und ja, das ist jetzt hier ein Vierzylinder, der auch so vor sich hin klappert, vor allem wenn er kalt ist. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn das Video online kommt, weiß ich nicht, oder ob ich da zwei Teile draus mache und dann erstmal den ersten Teil zeige und dann den zweiten in einem zweiten Video. Da werde ich das weiß ich alles noch nicht. Das schauen wir mal, wie wir das Ganze ergeben. Aber heute kommt auf jeden Fall das Mikrokeramik rein und das war's von meiner Seite und bis bald. Haut rein. Ciao. Sind wir hier an der Tankstelle und haben gerade vollgetankt. Der Motor ist jetzt warm und ich habe eben noch mal eine Aufnahme gemacht, wie der Motor sich anklingt, wenn er warm ist. Und vielleicht gibt es auch noch einen Unterschied, den man feststellen kann. Und jetzt übernimmt meine Freundin und gießt das Mikrokeramik ein. Hallo, ich bin Max' Freundin und ich gieße jetzt das Mikrokeramik-Additiv rein. Und ich bin mega gespannt, was es bei meinem Auto bringt. Und ich werde auf jeden Fall berichten. Warte. Okay. Ja, ich dachte, du schüttelst nochmal, aber... Achso, ich habe eben geschüttelt. Ja, okay, alles gut. Ja. Zeig mal den Öldeckel. Ich hab keinen Namen. Ja, aber. Ich bin übrigens Ami, also. Das heißt, also Kamera schon mit deinem eigenen YouTube-Channel. Soll ich noch was sagen? Weiß ich nicht. Ja, das ist drin, war einfach, kann jede Frau, keine Ahnung. Also jetzt. Warte. Jo. Also jetzt ist das drin, war super einfach. Ich dachte erst, ich würde es nicht hinkriegen, aber ist auch Frauen geeignet. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was das Ganze bringt und wie es wird und ob ich auch als Frau, ohne viel Ahnung zu haben von Autos, einen Unterschied merken werde. Jo, bin ich auch gespannt. So, jetzt erster Eindruckscheck, und zwar, was man ab den ersten Kilometern schon sofort merkt. Wir sind gerade vielleicht 2 Kilometer gefahren. Merkt man auf jeden Fall, dass der Wagen deutlich länger ausrollt. Gerade wenn man irgendwie einen höheren Gang hat mit mehr Drehzahl, dass die Motorbremsleistung reduziert ist und der Wagen mehr ausrollt. Ich weiß nicht, du kannst es ja mal ausprobieren. Ich sehe gerade keinen hinter uns. Ja. Machen wir einen dritten rein. Das ist gerade 2000 Umdrehungen. Jetzt haben wir knapp 3. Und dann gehen wir vom Gas. 70, ja. 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 Also wie ist
ist dein Eindruck? Also ich merke da auf jeden Fall einen Unterschied. Vorher ist er viel schneller, langsamer geworden. Die ersten von 70 auf 60 gingen immer noch verhältnismäßig schwer, aber 60, 50 war richtig langsam. Also da hat er vorher, ist er vorher schneller, langsamer geworden. Ja, okay. Ist so mein Eindruck jetzt. Ja. Als Laie. Das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt im vierten fährst bei 70. Was hast du denn für 60? Nicht 70. Eben war ich bei 70. Okay. Ich kann schon das Tabu lesen. Danke. Ja. Also, ich mach mal vierten ganz normal und guck einfach mal, wie das. Also ich bin wieder bei 70. Ich gehe jetzt vom Gas. Das ist auch ein Unterschied, auf jeden Fall. Das merkst du? Ja. 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 Du total. Weißt auch gestern, wie ich gefahren bin, als wir auf der Autobahn sind. Ich habe ja auch mal an den Baustellen immer vom Gas gegangen. Er rollt halt extrem lange aus. Und wenn man jetzt viel Stadtverkehr hat oder irgendwie ein bisschen mehr solche Straßen, dann würde ich auch, also wirst du auch merken, dann wirst du im Fahrprofil ein bisschen umändern, dass du einfach vorher vom Gas gibst und ein bisschen vorausschauender fährst und dann einfach weißt, weil du länger rollst, ohne Gas zu geben. So. Ja, okay. Kannst du mal gucken. Es gibt gerade nicht viele Ampeln, die rot sind. Es ist gerade schön grüne Welle. Für das Video nicht, für nein, aber ja, und die Cops schon wieder hier. Und Bestattung und Cops. Aber interessant, also auch für Frauen merkbar. Ja, also wirklich. Ich erzähle dir keinen Scheiß. Ich merke da echt einen Unterschied, das ist deutlich länger. Ja, gut. Wunderbar, das war der erste Eindruck von mir und Dr. Ami. Ja, seht ihr das weiße Lächeln? Das muss ich mal scharf stellen. Strahlend weiße Lächeln. Also wenn ihr auch so ein strahlend weißes Lächeln haben wollt, dann guckt euch meinen Channel an, da erzähle ich euch alles. Vor allem sehr gut geeignet für alle, die nicht gerne zum Zahnarzt gehen, weil man natürlich extrem viel zu Hause machen kann, damit man gar nicht erst Karies bekommt. Und wieso kannst du überhaupt was darüber erzählen? Weil ich Zahnärztin bin, also ist schon alles fundiertes Wissen. Und ja, ist einfach nur die Frage, wie man das am besten macht, und das erkläre ich euch auf meinem Channel. Yeah, ja, das war jetzt richtig Werbung, das andere war wirklicher Eindruck. Genau. Also haut rein, Jungs, ciao. Ciao. Ja, jetzt sind wir ein paar Kilometer gefahren. Eine Sache will ich euch nochmal zeigen, und zwar, das ist ganz interessant, meine Freundin ist jetzt nicht so wie die meisten Autofahrer. Und zwar, warte, ich drehe kurz die Kamera. Mit den Zahlen, die man so im Bordcomputer hat, ich habe hier schon mal die Öltemperatur hier hingedreht, sieht man einen Trip 2300 Kilometer. Das letzte Mal hat sie den zurückgesetzt, als ich ihr gesagt habe, setz sie mal zurück. Und das gilt irgendwie für alle Werte, also sie kümmert sich dann nicht wirklich drum. Und dann checken wir einfach hier nochmal über den Bordcomputer den Verbrauch, dem sie einen Durchschnitt hat. Das war jetzt, glaube ich, die aktuelle Tour, ne? Reichweite 600 Kilometer, vollgetankt, naja, nicht wirklich. Wo wir eben tanken waren, ist wieder Frauenlogik. genau da. Da 7,1. Und dann kannst du auch gucken, geh mal hier durch. Die zeigt nämlich, halt mal die Kamera am besten. Stell nicht mehr scharf. Genau, jetzt gucke ich mal ins Display. Da, das ist jetzt der Verbrauch auf 1151 Kilometer. 1500? Ja, meine ich ja. 1551 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 37 km/h, 42 Stunden, 7,1. Dann mal gucken, wie sich das verhält in Zukunft. Das wollte ich nochmal zeigen. Die Daten sind irgendwie nicht benutzt und nie darauf geachtet. Ich bin froh, dass sie die Öltemperaturanzeige hat. Da weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ja, und dann gucken wir einfach mal weiter, wie sich die Zahlen so in Zukunft ändern werden, weil das Auto wird eigentlich nur benutzt für Strecke zu Hause arbeiten, ne? Ja. A nach B. Oder, ja. Ja, eigentlich. Nee, ja, eigentlich oder Einkaufswagen halt, ne? Ja, genau. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht, ja. Genau. Also von A nach B zur Arbeit, und sonst wird auch nicht viel gemacht. Genau, das war es soweit von uns beiden, glaube ich. Ja, mal gucken, wie es weitergeht, das Ganze.
und haut rein, Jungs. Ciao. Tschüss. Und checkt auch mal ihren Channel aus hier. Oh ja, bitte. Gleich abonnieren. Oh ja, so läuft das hier. Meinen ganzen Clan gleich mitnehmen.